Das Sonntagsgespräch der Freien Sachsen. So, meine Lieben, herzlich willkommen zum nächsten Sonntagsgespräch und heute wird es sehr interessant. Heute habe ich natürlich ein bestimmtes Thema, was viele von uns bewegt. Und zwar Frau Dr. Bianca Witschel, 66 Jahre, ist am 28. Februar 2023 verhaftet worden und sitzt jetzt immer noch eigentlich in Untersuchungshaft in der JVA Chemnitz. Nun muss man dazu sagen, sie hat eigentlich nichts Falsches gemacht. Dazu haben wir uns heute Gäste eingeladen. Zum einen den Rolf. Ich habe noch nicht mal nach dem Namen gefragt. Den Vornamen weiß ich natürlich. Rolf ist Ihr Rechtsanwalt. Ja. Ja? Wir machen es mal mit dem Vornamen. Du bist die beste Freundin von der Bianca. Ich bin eine sehr gute Freundin. Ja. Und wie heißt du mit Vornamen? Bärbel. Das ist die Bärbel. Rolf Bärbel. Und diesen jungen Mann, den kennen wir ja, Team Fuchs, in aller Munde und natürlich auch auf der Kandidatenliste, wenn es um unsere Wahlen geht, demnächst Kommunalwahl. Darf man das schon verraten? Kommunalwahl? Na, warum denn nicht? Okay. Klar. Landtag kommt ja erst, wenn wir uns entschieden haben und wenn wir gut abschneiden. Ne? Okay, so meine Lieben, also wie gesagt, dieses Thema ist natürlich ganz schön brisant. Sie ist verhaftet worden wie eine Schwerverbrecherin. Seitdem ist sie natürlich in Untersuchungshaft. Der Prozess findet nicht in einem normalen Saal statt, sondern in einem Saal des Landgerichtes Dresden. Das ist ein Hochsicherheitstrakt und dort sind auch Terroristen wie zum Beispiel Lina Engel gewesen, wo ja der Prozess gemacht wurde und auch wahrscheinlich auch irgendwelche IS-Kämpfer, habe ich gelesen. Also es ist schon ganz schön bezeichnend. Das alles, weil sie angeblich im großen Stil Masken, Atteste und Impfunfähigkeitsbescheinigungen ausgestellt haben soll. Gleich am ersten Tag, wo sie verhaftet wurde, hat natürlich dieses Blatt, wir kennen es alle, viele hassen es, diese Schlagzeile verkündet, sächsische Corona-Ärztin hinter Gittern. Markus, erzähl mal, was wirft man ihr denn vor? Ja, im Prinzip hast du schon ganz gut zusammengefasst. Man wirft ihr vor, dass sie sowohl Masken als auch Impfatteste unrichtigerweise ausgestellt hätte, als auch Testzertifikate unrichtigerweise ausgestellt hätte. Und zwar nicht nur einmal, sondern eben in insgesamt rund 900 Fällen, wenn ich die Zahl noch richtig im Kopf habe. Und zwar außerdem auch noch gegen Bezahlung. Das spielt hier also alles noch mit rein, weshalb die Staatsanwaltschaft nun mittlerweile, ich glaube, eine Strafe von bis zu 4 Jahren Haft fordert. Und sie sitzt deswegen, also nicht nur deswegen, aber sie sitzt ja nun mittlerweile seit fast 10 Monaten in Untersuchungshaft auch schon. Also seit dieser besagten Hausdurchsuchung sitzt sie in Untersuchungshaft. Und es hat ja fast 9 Monate gedauert, bevor überhaupt der Prozess begonnen hat. Ne? Da kommen wir dann noch dazu. Ja. Jetzt muss ich trotzdem mal fragen. Also viele Menschen haben sich nicht impfen lassen, sind vom Staat gezwungen worden, damit sie ihre Arbeit nicht verlieren, sich impfen zu lassen, wollen aber nicht, dass sie dieses Gift gespritzt bekommen. Weil viele Menschen denken ja auch weiter und sind vielleicht auch offener gegenüber auch anderen alternativen Meinungen, holen sich Meinungen ein. Und jetzt kommt jemand und bietet eigentlich eine Befreiung an. Eine Befreiung genau vor diesem Gift, ja, dass man sich das nicht spritzen lassen muss, damit man wenigstens einen Nachweis hat, damit man weiter arbeiten kann. Wie sieht das denn der Rechtsanwalt? Wo kann man denn dazu überhaupt zugreifen? Ich meine, sie hat doch nichts Unrechtes getan. Da spielen mehrere Aspekte eine Rolle. Zum einen hängt das vom persönlichen Widerstandsvermögen ab. Bevor ich zu jemand anderen gehe und versuche, mir bei ihm Deckung zu holen, versuche ich zunächst selbst diese Eingriffe des Staates, die ich noch nie erlebt habe, zu umgehen, zu vermeiden. Es spielt nämlich auch eine Rolle für Frau Witschel, dass sie letztendlich für alle die einen Test erhalten haben, herhalten muss, gerade stehen muss, in gewisser Weise mit. Schön wäre es insofern gewesen, wenn die Unterstützung deshalb noch größer gewesen wäre. Ansonsten ist es in meinen Augen ein legitimer Versuch von Frau Dr. Witschel, mit diesen Attesten den Menschen zu helfen. Das ist ein
Schwieriges Thema. Schwieriges Thema. Also ich habe mal ein bisschen was zusammengetragen. Ja? Wir halten jetzt einfach mal fest. Die Jahrtausendlüge Corona wird weiter aufgedeckt. Der MDR berichtete ja jetzt über die DNA-Rückstände in der Genplüre. Die FAZ berichtete über unerwartete Zellvorgänge nach der Covid-Impfung. Und die EU bestätigt die Lüge, dass die Corona-Impfung nie die Übertragbarkeit des sogenannten Virus verhindert hat. Die dramatische Übersterblichkeit setzt sich natürlich weiter fort, zum Beispiel auf den Philippinen. Die sind völlig schockiert und haben eine Untersuchung eingeleitet und am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wurde eine Anzeige gegen Lion, Gates und Tedros eingebracht. Nun haben wir es natürlich schwarz auf weiß, dass die Corona-Politik keine rechtliche Grundlage hatte. Und auch die Wirkungslosigkeit der Masken wurde durch eine Metastudie klar belegt. Die Impfstoffhersteller müssen sich vermehrt vor Gericht verantworten und Pfizer selber stuft ja diese Genplüre von sich als toxisch ein. Das muss man doch jetzt aber wirklich mal als Grundlage nehmen. Das heißt, eigentlich hat sie ja nichts falsch gemacht, weil die Grundlage ist ja weg. Man hat ja nachgewiesen, dass es A nicht wirkt, B toxisch ist. Ja, warum steht sie noch vor Gericht? Ich verstehe das nicht. Das Problem liegt hier nicht oder in der Herangehensweise der Juristen. Ihr wird ja die Erstellung von falschen Attesten nach § 278 StGB vorgeworfen. Das bedeutet aus Sicht der Staatsanwaltschaft, sie hat den Menschen etwas attestiert, was sich nicht mit dem tatsächlichen Gesundheitszustand der Menschen decken würde. Weil so eine Argumentationslinie der Staatsanwaltschaft, die ihr Atteste ohne ordnungsgemäße Untersuchung zustande gekommen sind. Die Gesundheitsfragen, die wirklich dahinter stehen oder die Gefährlichkeit der Impfung, der Masken oder die Sinn und die Sinnlosigkeit dazu noch, sowie der Tests durch Einführung von Stäbchen in den Körper, interessiert die Justiz null, gar nichts, nada, nix. Eine Auseinandersetzung mit den Gesundheitsfragen wird von der Justiz bis jetzt zumindest absolut vermieden. Nichtsdestotrotz, wenn ich hier kurz einhaken darf, versuchen wir das ins Verfahren mit einzuführen. Denn das Bundesverfassungsgericht selber hat in einem Beschluss von, jetzt muss ich nicht, dass ich lüge, 2021 war es, glaube ich. Bundesnotbremse 1 oder 2? 1, Bundesnotbremse 1 jedenfalls, selber geschrieben, dass in dem Moment, wo sich herausstellt, dass diese Maßnahmen, auf denen eben diese All das beruht, auch jetzt die verschiedenen Prozesse. Wenn sich also herausstellt, dass die Grundlage oder die Annahmen für diese Maßnahmen, warum die eingeführt wurden, dass die nicht gestimmt haben, die Prognosen nicht gestimmt haben, dann in dem Moment werden auch diese Maßnahmen verfassungswidrig und dürfen demzufolge auch nicht mehr umgesetzt werden. Und das versuchen wir, auch wenn wir, das hat der Ralf gerade versucht anzudeuten, auch wenn wir uns selber natürlich wenig Hoffnung machen, weil wir in den letzten Monaten und Jahren gesehen haben, wie die Justiz hier urteilt, trotzdem versuchen wir das auch in dieses Verfahren noch mit einzuführen, um genau dem Rechnung zu tragen, was du eben eingangs in deiner Frage formuliert hast, weil es eben nicht rechtens ist, keine Grundlage dafür gibt, darf eigentlich auch niemand mehr auf Basis dieser Gesetze verurteilt werden. Ich verstehe die Justiz nicht, ich verstehe auch manchmal die Gedankengänge von Rechtsanwälten nicht. Ne? Ich bin ein ehrlicher Mensch. So, ich habe jetzt Angst, mich spritzen zu lassen. Ich werde schon wahnsinnig im Kopf, weil die mich zwingen wollen. Ich drehe schon halb durch, ich habe schon eine leichte psychische Erkrankung, gehe zur Frau Witschel und sage, ich kann nicht mehr, tut mir leid, mach irgendwas, mach, hilf mir. Dann stellt sie mir sowas aus und da hat sie doch ihre Pflicht als Ärztin erfüllt. Sie hat mich doch sozusagen freigestellt von dieser Angst, gespritzt zu werden. Das ist doch völlig legitim, dort muss man doch schon ansetzen. Ich verstehe nicht, die Argumentation geht für mich eigentlich völlig ins Falsche, oder? Sehe ich das jetzt falsch? Rein menschlich gesehen geht die Argumentation völlig ins Falsche. Muss ich dir zustimmen. Die Gerichte sehen die falschen Atteste insofern, oder sehen falsche Atteste insofern, dass die... Ich reiche weiter. Ich will vielleicht nur noch ergänzen, ich würde dann eben nicht nur menschlich dir zustimmen, sondern auch
berufsethisch. Ja? Die Ärzte haben ja den Hippokratischen Eid geschworen. Und auch nach diesem sind sie genau dazu verpflichtet, was du sagtest, nämlich den Menschen aus der Not zu helfen, in dem Fall einem psychischen Druck da rauszuhelfen, der ja auch massive gesundheitliche Folgen haben kann und bei vielen ja auch hatte. Insofern ist es also nicht nur eine menschlich nachvollziehbare Entscheidung, sondern berufsethisch ist es sogar ihre Verpflichtung, genau das zu tun. Und nichtsdestotrotz mussten wir leider erleben, dass aufgrund der Repressalien, die ja dieses Corona-Regime durchgesetzt hat, das waren ja schon anfangs ging das mit Polizeigewalt und Hausdurchsuchungen und Ähnlichem los und dass die Atteste eingezogen wurden und so. Das hatten wir alle schon 2020, ja, auch mit den Maskenattesten, wenn du dich erinnerst. Dass sich aufgrund dieser Repressalien von Anfang an eben nur ganz wenig Ärzte aus der Deckung, also nicht nur Ärzte, aber generell Menschen aus der Deckung getraut haben und dafür für menschliche Werte, für die Menschenrechte und in dem Fall bei den Ärzten eben auch für den Hippokratischen Eid eingestanden sind. Und das umso schlimmer finde ich es jetzt, der Ralf hat das vor uns gerade kurz angeschnitten, dass diese Menschen, na, ich will nicht sagen, alleingelassen werden, es gibt Unterstützung, vielleicht wirst du auch dann nochmal was dazu sagen, es gibt ja Zuschauer, es gibt viele Menschen zum Glück, die ihr schreiben und so, also es gibt schon Menschen, die ihr da Beistand leisten und jetzt für sie da sind, für diese Ärztin da sind, in dem Moment, wo sie eben unsere Unterstützung braucht. Nichtsdestotrotz bin ich auch gerade wieder, wir haben es heute in der Verhandlung gesehen, enttäuscht, wie wenig von den Patienten, die damals davon profitiert haben, die damals in der Not sich an sie gewandt haben und Hilfe bekommen haben, wie wenig von denen jetzt, wo sie die Hilfe bräuchte, dann quasi diese Hilfe, dieses Entgegenkommen zurückgeben. Ja. Das würde mich jetzt mal interessieren. Wie ist das denn eigentlich rausgekommen? Hat sich da ein Patient an die Staatsanwaltschaft gewendet oder hat Anzeige erstattet, denen man geholfen hat? Oder wie ging das denn? Einige der Attestempfänger haben natürlich ihre Atteste verwendet und in Schulen vorgelegt, an Flughäfen, überall dort, wo man zum Beispiel einen Maskenattest haben musste. Und die Schulen oder die anderen Flughäfen, was weiß ich, Kontrollen bei Demos, haben die Atteste dann weitergereicht an die Staatsanwaltschaft beziehungsweise in dem Fall an die Landesärztekammer Sachsen, welche ihrerseits Anzeige erstattet hat im Februar 2022. Okay, die Landesärztekammer. Ja. Da sind ja alle Ärzte sozusagen vereint. Und jetzt stelle ich mal eine andere Frage. Jetzt, wo nachgewiesen ist, dass das eine Giftplörre ist, die dort geimpft wurde, und alle Ärzte, die das verimpft haben, die müssen doch auch zur Rechenschaft gezogen werden, wenn jemand, der Menschen rettet, mit solchen Attesten zur Rechenschaft gezogen wird. Jetzt haben wir ja schon den Nachweis darüber, dass wir Impfschäden haben in Millionenhöhe, dass wir Todesfälle haben über die Norm. Nein, wir haben den Nachweis noch nicht. Beziehungsweise für den Otto-Normalverbraucher liegt der Nachweis schon lange vor. Aber nicht für unsere Justiz und nicht für unsere Politik. Ich möchte interessiert auf die Äußerungen von Rechtsanwalt Ulrich, ich komme jetzt nicht auf den Vorname, verweisen, der diese Impfschadensprozesse führt. Ich habe jetzt vor kurzem auf Twitter eine Veröffentlichung von ihm selber gelesen, eine Zusammenfassung, was das PAI alles unterlässt. Das ist eigentlich aktive Beweisvereitelung, was hier stattfindet. Zum Beispiel ein Verstoß gegen § 13 Absatz 5 Infektionsschutzgesetz, wonach die kassenärztlichen Vereinigungen der Bundesrepublik die Daten von sich aus an das BAI und das RKI melden müssen. Passiert nicht und niemand macht was. Ja, aber komischerweise ist es ja so, dass die Science Files Liste, also die Science Files Organisation ist eine Organisation in den USA, die hat diese WHO-Datenbank, wo ja auch das RKI hinmeldet. Ja, ausgewertet. Und die haben es veröffentlicht. Und dort steht eindeutig drin, dass in allen Krankheitsfällen, in jeder Krankheit und auch in den Todesfällen, also alles im Vergleich von Mai 2021 bis Mai 2023, alle Krankheiten und Todesfälle um 4.600% gestiegen sind. Das ist der Zeitraum, wo geimpft wurde. Das ist doch Beweis genug. Muss ein Richter denn noch mehr wissen? Sie stellen die Scheuklappen auf Durchzug oder wie man das so schön sagt. Was sie nicht sehen wollen, das sehen sie nicht. Und wenn eine WHO oder WHO-Daten, das ist fernab, das ist jenseits des großen Teiches. Das heißt, also sprich für einen deutschen Richter, da muss es
quasi erst schwarz auf weiß das RKI bestätigt haben, dass es Impfschäden gibt oder das PAI in dem Fall ganz konkret. Vorher glaubt, dass will das keiner wahrhaben. Also nicht, dass sie es nicht glauben würden, sondern sie wollen es nicht wahrhaben. Und das ist ja die schreiende Ungerechtigkeit in diesem Land, wo hier das Recht missbraucht wird gegen die Menschen, die ihren hippokratischen Eid, ihren ärztlichen Eid, ihren berufsethischen Verpflichtungen nachgekommen sind. Und die werden jetzt nach wie vor durch die Justiz gedreht quasi, ja, durch den Reißwolf der Justiz gedreht, währenddessen diejenigen, die sich einfach bloß an die politische, ja, die sich politisch opportun gestellt haben und mitgespielt haben, die also nicht gegen die Meinung der Regierung vorgegangen sind oder anders gehandelt haben oder Kritik geäußert haben, diejenigen, da wird einfach alles ignoriert und fallen gelassen. Da wird aktive Strafvereidelung wird völlig ignoriert, obwohl diese genauso, mindestens genauso, wenn nicht eigentlich viel, noch viel schlimmer, dann von der Justiz jetzt rangenommen werden müssten. Das ist diese schreiende Ungerechtigkeit. Aber das hat Rechtsanwalt Ralf Ludwig auch schon auf den Punkt gebracht. Die Justiz wird uns niemals von einem faschistischen System erlösen. Die spielen mit, noch bis lange nach Ende, solange sie keiner aufhält. Und das sehen wir jetzt in solchen Verfahren, wie dem von Dr. Bianca Wiltschel. Corona ist ja für den Mainstream schon längst vorbei. Und nichtsdestotrotz spielt die Justiz immer noch nach diesen Regeln und zieht diese Fälle durch. Es war ja auch nicht ohne Grund orchestriert, dass das Verfahren gegen den Richter, Professor Christian Detmar, ziemlich zeitnah durchgezogen wurde, um nämlich allen Richtern, die jetzt noch Verfahren gegen... Erzähl mal ein bisschen was. Ich weiß davon gar nichts. Nein, das war der Richter, der der den zwei Kindern quasi bestätigt hat in Thüringen, an der Schule, dass die Schule denen nicht vorschreiben darf, dass sie Masken tragen müssen. Der also diese Maskenbefreiung bestätigt oder dass die Schule denen das nicht vorschreiben darf, also dass die keine Maske tragen müssen. Das war der sogenannte Familienrichter aus Weimar und der wurde in Erfurt vor mehreren Monaten nun mittlerweile schon dazu verurteilt, dass er angeblich Rechtsbeugung begangen hätte. Das ist an den Haaren herbeigezogen. Nichtsdestotrotz wurde dieses, wenn man nicht ganz naiv ist, kann das eigentlich nur entsprechend orchestriert gewesen sein. Dieses Urteil wurde also recht zeitnah durchgezogen, nachdem ja schon die Hausdurchsuchung bei diesem Richter völlig unverhältnismäßig war, um allen Richtern, die jetzt noch Verfahren gegen Ärzte führen, zu zeigen, überlegt euch dreimal, wie ihr urteilt. Wenn ihr zu sehr aufmuckt, wenn ihr zu sehr aus der Reihe tanzt, blüht euch das Gleiche. Dann wird er abgeschnitten vom Kopf der Finanzen sozusagen. Ganz genau. Es gab eine vielleicht? Ralf? Oder es geht um die Karriere. Ja, genau. Das ist ja der Tropf, der finanzielle Tropf, an dem Sie hängen. Bärbel, ganz kurz, du bist ja noch in Kontakt, in engen Kontakt, ist ja eine deiner besten Freundinnen, ja. Und es gab ja eine Hausdurchsuchung. Hat sie dir davon was erzählt, was dort abgegangen ist? Es gab nicht nur eine Hausdurchsuchung. Es gab mehrere. Also immer mal wieder. Ja, und was haben die denn da gesucht? Na, die haben mitgenommen alles Elektronische, also Laptop und Handy. Und dann lief das aber auch so ab. Also da müssen 10 Autos gestanden haben mit ganz, ganz viel Polizisten. Die haben unten die Haustür aufgebrochen, standen dann früh um 4:30 ungefähr an Biancas Bett. Die wohnt alleine in dem riesigen Grundstück. Und in voller Montur mit schusssicherer Weste und mit Gewehr im Anschlag standen die bei der kleinen, zarten Dame am Bett. Wie alt ist sie? 66? Jetzt ist sie 66, genau. Also 65 war sie damals. Ja, ne, und das eben mehrfach. Ja, und also die Verhältnismäßigkeit ist gar nicht gegeben. Und dann Schubfächer raus, umgedreht und drüber gelaufen und so weiter. Und zum Schluss haben sie auch oder mehrfach haben sie dann noch alles Handgeschriebene mitgenommen. Sie hatte nicht eine Adressliste mehr und gar nichts. Da habe ich sie dann zufällig angerufen, auf dem Festnetz noch, das ging. Und da war ich der Erste und der Einzige, zu der sie überhaupt wieder Verbindung hatte zur Außenwelt. Ja, und dann hat man eben
Fotos gemacht. Ne? Die wurden uns ja vorgeführt, 1,5-2 Stunden lang. Von der Wohnung? Von dem Haus und vom Grundstück. Jeder Raum aus x Perspektiven von oben und aus jeder Sicht. In der Gerichtsverhandlung vorgeführt, die Fotos? In der Gerichtsverhandlung. Warum? Weil man darstellen wollte, wie schlimm das dort aussieht und dass er gar keine Ordnung halten kann. Dass er eine Messi-Frau ist, also wäre, und dabei habe ich die Praxis auch erlebt. Also ich war einmal in der Praxis, als ich so einen Test brauchte und ich wusste, bei der Bianca bekommt man das eben nur mit so einem Speicheltest. Ich wollte mich nie anders testen lassen und da habe ich die Praxis gesehen, wie ordentlich das aussieht. Aber nach diesen mehrfach Durchsuchungen, also die konnte gar nicht alles wieder einräumen. Es ging gar nicht. Und die Schränke waren auch teilweise kaputt, sodass die Schieber gar nicht mehr reingingen. Und die Hunde wurden vorher ruhig gestellt. Ne? Der hatte 2 Schäferhunde damals. Ja, und das tat er ja auch alles so weh. Also die Bianca ist ja so tierfreundlich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Erzähl mal ein bisschen was über Bianca. Also was ist sie für ein Wesen? Tierlieb, hast du gesagt, sie lebt allein in dem großen Haus. Ja, seit ein paar Jahren, seitdem ihr Lebensgefährte gestorben ist, auch unter ganz mysteriösen Umständen, über Jahre hinweg gesiecht, muss man sagen. Ja, und die haben die glücklichsten Jahre ihres Lebens hat sie mit ihm verbracht. Da hatten sie noch Pferde und sind dort in Moritzburg auch rum. Und dann hatten sie große Greifvögel und haben dort Shows gemacht. Und zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Greifvogel das war, hat sich dann auf den Pferderücken gesetzt. Das ist wohl was ganz Besonderes. Also die hat eine ganz besondere Verbindung zu Tieren. Okay. Ich habe jetzt gelesen, dass Sie noch etwas anderes gefunden haben, was ich so lächerlich fand. Und zwar einen Elektroschocker. Und das haben Sie ja jetzt zum illegalen Waffenbesitz ausgegeben. Also jetzt mal ehrlich, also er guckt schon müde. Ich sehe auch ihm an, dass das Thema ihn eigentlich bis hier steht, weil man rennt ja gegen Beton, ja? Muss man ja so sagen. Aber keine Angst, wir haben einen dementsprechenden Bohrer, einen Betonbohrer. Wir kriegen das schon hin. Ja? Und deswegen. Nein. Angst habe ich eigentlich weniger. Es sieht zwar relativ aussichtslos aus, aber Angst habe ich nicht. Und zwar deshalb nicht, weil, wie du schon erwähnt hast, die Fakten sprechen eigentlich immer mehr für uns. Mhm. Dafür, dass es dringt auch langsam bis zum PEI und bis zum RKI durch, weil von allen Seiten Druck gemacht wird, weil die Fakten eben einfach sagen, die Impfung ist nicht nur unnütz, sie ist richtig schädlich. Das Maskentragen ist nicht nur unnütz, es ist also epidemiologisch unnütz, es ist auch richtig schädlich. Und die ganze Testerei, da weiß man gar nicht, was man sich in den Körper einführt. Und sie hat damals so vielen Kindern, ich muss mal sagen, geholfen, die in der Schule dann keine Maske mehr tragen mussten. Damit ging es ja praktisch los. Ne? Und da bekam ja man ja nur von besten Freunden die Adresse gesagt, wo man sich hinwenden kann. Kein Arzt hat es sonst ausgestellt. Ich habe damals meinen Mann im Rollstuhl geschoben. Mein Mann hat das Attest bekommen zur Maskenbefreiung und der gleiche Arzt, den habe ich gefragt, nee, ich möchte das auch haben. Nee, ich kriege das nicht, ich bin ja gesund, aber ich hing hinter dem Rollstuhl und habe dort geschnauft. Also ich habe von ihm kein Attest bekommen. Also so viel zu Schulmedizinern. Ja. Okay, jetzt muss ich trotzdem nochmal auf die Eltern zurückkommen. Also die Eltern von den Kindern, die diese Maskenbefreiung bekommen haben und auch die Leute, die Patienten, die im Gerichtssaal waren. Was habt ihr so für einen Eindruck gehabt von diesen Menschen, die dort im Gerichtssaal waren, die Zeugen etc.? Haben die einen Schwanz eingezogen? Hatten die keinen Mumm in der Hose? Oder wie kann man das jetzt sehen? Verängstigt, ja. Man muss sich das mal vorstellen. Ein riesengroßer Saal, ich weiß nicht, wer den kennt. Vorne eine große Richterbank, 5 Richter, links und rechts nochmal 2 Leute. Es ist beeindruckend. Und wenn man keine Ahnung hat, so wie unser eins, sich auskennt, weiß, wie das läuft und so weiter, ist es erstmal beängstigend. Das räume ich ein. Und nächster Punkt, einige hatten schon Strafverfahren hinter sich, die mussten aussagen. Einige hatten noch offene Strafverfahren, die durften nicht aussagen. Bei denen war es einfach. Die konnten sich auf ihr Auskunftsrecht, Auskunftsverweigerungsrecht berufen und brauchten nicht aussagen. Aber die anderen, die wussten ja auch nicht, wie sie sich verhalten sollten. Man hätte ja durchaus die Sache für Frau Witschel günstig darstellen können. Aber
Andererseits waren sie als Zeuge verpflichtet, die Wahrheit zu sagen und wollten sich aber nicht selber noch weiter belasten. Ja, also das vielleicht auch ergänzend hier und als Hinweis auch für alle zukünftigen Zeugen. Ihr sitzt dort nicht selber auf der Anklagebank. Ja, also den Eindruck hatte ich nämlich heute, dass sich die Zeugen tatsächlich sehr nicht nur verängstigt, sondern auch wirklich eingeschüchtert waren oder Angst hatten, dass sie selber hier quasi auf der Anklagebank sitzen würden und sich mit jedem Wort überlegen müssten, dass sie sich nie aus Versehen selber noch irgendwie reindrehen, ne? Also selber irgendwie in die Bredouille bringen. Aber hier trifft ja genau das zu, was der Ralf gerade erwähnt hat. Es mussten ja nur diejenigen aussagen, deren Verfahren schon abgeschlossen war, die also nichts mehr zu befürchten hatten, selbst wenn sie jetzt vielleicht mal in einem Nebensatz noch was gesagt hätten, womit sie sich belasten, ist das ja durch die Strafe, die sie da schon zahlen mussten, in aller Regel abgegolten. Und insofern also hier noch ein kleiner Appell vielleicht an zukünftige Zeugen, nicht ihr seid diejenigen, die hier vor Gericht stehen, sondern die Bianca, und ihr könnt hier ruhig auch alles sagen, was der Bianca eben auch nutzen kann, also wenn es der Wahrheit entspricht natürlich, ne? Also weil in der Regel hatten wir den Eindruck, liefen die Zeugenbefragungen heute alle so ab, dass die Zeugen hauptsächlich danach befragt wurden, wie das Ganze bei diesen Untersuchungen ablief, also ob da vorher eine Anamnese aufgenommen wurde, ob auch wirklich eine Untersuchung durchgeführt wurde, egal jetzt mit womit, aber meistens war das jetzt immer dieses Bioresonanzgerät, mit dem also wirklich auch tatsächlich eine Untersuchung durchgeführt wurde, bevor das Attest ausgestellt wurde. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, weil die Staatsanwaltschaft, und teilweise hatte ich das Gefühl, auch die Richter wollten so ein bisschen suggerieren, den Zeugen und darauf hinaus quasi, dass die Bianca angeblich die Atteste alle schon fertig in der Schublade liegen hatte, genau, und blind einfach ausgestellt hätte, ohne Anamnese zu erfassen, ohne eine Untersuchung durchzuführen. Und das war aus nachweislich der heutigen Zeugenaussagen nicht der Fall. Wir haben also nahezu alle Zeugen in den Punkten übereingestimmt. Und das sind also Punkte, mit die man da als Patient, ehemaliger Patient, ganz einfach auch wirklich sagen kann, hier, so war es, daran gibt es nichts zu rütteln. Und da hat erst die Anamnese wurde eben erst aufgenommen und dann das wurde untersucht. Da ist doch alles gut, das oder? Ist doch aber keine Schulmedizin, mein Guter. Darum geht's doch. Das wird ja nicht anerkannt. Ja, aber Moment mal, es gibt ja nicht nur die Schulmedizin. Ja, für uns. Für uns. Aber für und viele Menschen gibt es nur die Schulmedizin und fürs Gericht sowieso. Die ziehen ja alles ins Lächerliche, was dieses Gerät auch betrifft. Ja, der Richter sagte das mehrfach so schön. Haben Sie das Attest bekommen, nachdem Sie den Stab in der Hand hatten oder bevor? Ja, so, um das wirklich so ein bisschen abzuwerten, dieses Bioresonanzgerät. Also da war schon, und das ist nicht die einzige Stelle, wo ich zumindest schon den Eindruck hatte, dass der Vorsitzende Richter Scheuring, der hier die Verhandlung führt, naja, nicht unbedingt der Neutralste ist, um das mal ganz diplomatisch vorsichtig zu formulieren. Der ist politisch indoktriniert. Ich kann ihn nicht in den Kopf gucken, aber was in den zwischen den Zeilen mitschwingt und auch in der Art und Weise und der Methodik der Fragen, die er stellt, dass er da manchmal hat er auch gezielte Fangfragen eingebaut, und wir haben es ja nur gerade vom Ralf gehört, viele Zeugen sind zum ersten Mal vor so einem großen Gericht im Zeugenstand, sind verunsichert, und wenn dann so ein Richter so eine Fangfrage stellt, wo der Zeuge jetzt gar nicht so richtig will, was will er denn, wo will er denn hin, wie kann ich, egal wie ich antworte, eigentlich reite ich mich oder die Bianca jetzt hier nur noch tiefer in den Dreck. Ja? Da muss man schon ein bisschen wissen, worauf das Ganze hinausläuft. Deswegen wollte ich das vorhin auch bewusst mal ansprechen, dass die zukünftigen Zeugen da eben also schon wissen, in welche Richtung geht das, worum geht es im Wesentlichen hier, und dann nicht so viel Angst haben. Aber das ging auch so weit, ne? Die Leute haben geweint. Ne? Zeugen? Die Zeugen, ja. Okay. Sowohl Männer. Ne? Also einen habe ich selber erlebt und die eine Frau, weil es dann auch die Familie mit betroffen hat. Ne? Das ist eine Abhilflosigkeit, also denke ich mal. Bei einer 92-jährigen alten Dame wurde eine richtige Überfallhausdurchsuchung gemacht. Die ist daraufhin gestorben. Was? Ja. Haben wir heute auch von einem Zeugen erfahren.
muss man bei seiner Oma, wurde also nur wegen dem Attest, das sie von Dr. Bianca Witschel bekommen hat, eine Hausdurchsuchung, richtig nach dem Stil des Überfalls, früh um 6 sozusagen. Vormittags zumindest, aber richtig mit reinstürmen und Wohnung durchsuchen, durchgeführt. Die Frau, also seine Oma, hat dann wohl einen Herzinfarkt oder sowas erlitten. Ne, die Oma von der Frau. Stellen die Oma richtig, von der Frau, Entschuldigung, ja. Und was dann der Auslöser war, ist dann kurz danach gestorben. Was sagt denn der Rechtsanwalt dazu? Darf die Polizei sowas? Die wissen, dass die Frau sich nicht wehren kann. 92 Jahre. Die weiß wahrscheinlich gar nicht, was ihr überhaupt geschieht. Die müssen damit rechnen, dass die dort irgendeinen Rückfall hat, weil sie vielleicht schon vorbelastet war. Das, mit einer Krankheit. Das wurde nicht vor Gericht gesagt. Aber warum denn nicht? Ich verstehe das nicht. Was sind das für Richter? Nee, ich verstehe es nicht. Er kam gar nicht zu Wort dazu. Ich habe mich hinterher mit dem Mann unterhalten. Wobei, das hat er kurz in dem Nebensatz vor Gericht angerissen. Ja, und hinterher habe ich mich mit ihm unterhalten. Also bei ihm selber war nicht so eine überfallsartige Hausdurchsuchung. Da hatte man sich kurz vorher telefonisch angekündigt. Aber bei der alten Dame, was von seiner Frau die Oma war, dort ist es so abgelaufen. Und ob sie jetzt einen Herzinfarkt hatte, ich weiß es nicht. Ich müsste mich nochmal mit dem kurz schließen. Keine Ahnung. Aber das will ich mal sagen, über sowas wurde, und nochmal generell hervorheben, über sowas ist das Gericht dann einfach hinweggegangen. Ach, das hat die nichts zu. Ne? Also da gehen die sofort drüber. Bei allem, was denen so missfällt, in denen ihr Bild passt und schon gar nicht in die politische Vorgabe passt, da wird echt drüber hinweggegangen. Der ganze Prozess ist ja bisher, also mit Ausnahme des heutigen Tages, eine Farce bisher gewesen. Am ersten Tag hat man noch die Anklage die uns den ganzen Tag lang anhören dürfen. Okay, gehe ich ja noch mit. Die war eben sehr lang, weil es viele Patienten betrifft, die alle einzeln dort aufgelistet wurden. Der zweite Tag ging dann damit weiter, wie die Bärbel hier gerade sagte, dass einzig und allein Indizien, ich kann es eigentlich gar nicht Beweise nennen, aus ihrem Vorleben dort vorgetragen und gezeigt wurden, die mit der Sache null zu tun haben. Was nichts. Zum Beispiel? Na, Fotos von den Hausdurchsuchungen, irgendwelche... Die Munition. Ja, da sie wurden war, mal ein paar mal, sie war mal Jägerin. Ne? Genau. Und da wurden noch ein paar alte Kugeln gefunden in einer ihrer Hütten, die noch übrig waren. Und welche Munition, also dort konnte man viel lernen, was es gibt. An Munition überhaupt gibt, genau. Oder zum Beispiel, dass sie da vor x Jahren mal eine Bücherrechnung nicht bezahlt hatte, von 48. Nicht mal, ja 48 Euro, nicht mal 50 Euro. Solche Dinge wurden da jetzt, wurden am zweiten Verhandlungstag aufgezählt und aufgelistet und vorgetragen. Wie gesagt, tragen zur Sache überhaupt nichts bei, dienten lediglich dazu, die Bianca Witschel durch den Dreck zu ziehen oder ein schlechtes Bild auf sie zu werfen. Wenn das entlastende Beweise gewesen wären, hätte der Richter sofort abgelehnt den Beweisantrag, weil sie nichts zur Sache tun. Und daran sieht man schon, was ich vorhin sagte, auch wie zwischen den Zeilen, was der Vorsitzende Richter so von sich gibt, wie die Fahrtrichtung des Gerichts hier ist und dass das alles andere als neutral ist. Und dann ging das ja so weit. Es war ja die Krönung dessen war ja an dem zweiten Verhandlungstag, diese Beweise, ich kann es nicht Beweise nennen, diese Indizien, die kamen ja nicht mal von der Staatsanwaltschaft, die wurden nicht von der Staatsanwaltschaft vorgetragen, so wie man das normalerweise erwarten würde. Nein, vom Vorsitzenden Richter selber. Vom Vorsitzenden Richter selber. Geht das eigentlich? Was sagt das? Das ist prozessual in Ordnung, weil es beruht ja auf der Anklage der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft hat ja die Akte erstellt und auch alle Fotos zum Beispiel, die gehören dann insofern mit zur Akte und sind entsprechend dem Vortrag der Staatsanwaltschaft. Das ist prozessual gesehen in Ordnung. Aber auf deinen vorherigen Gedanken mit den Hausdurchsuchungen, das muss doch rechtswidrig sein. Wer sich ein bisschen in der Rechtsprechung hier umschaut, weiß ganz genau, wie das funktioniert. Sicher sind diese Übergriffe rechtswidrig. Man kann auch dagegen klagen. Man kann dann ein obsiegendes Urteil vom Verwaltungsgericht erwirken, wo festgestellt wird, dass der oder jene Eingriff, die Einkesselung, rechtswidrig war. Gut, kriegt man vielleicht Schadenersatz eventuell, das war's. Beim nächsten Mal macht die Polizei das genauso wieder. Es passiert ja nichts. Und so funktioniert es auch mit den Hausdurchsuchungen. Man ist erstmal drin, man hat es vollzogen. Die Angst aber ist es ist gesät. Auch eine Frage der Ethik, wenn ich bei einer 92-Jährigen die Tür einknalle, die vielleicht noch mit Kabelbindern am Boden fessel und dann stirbt die. Also bitte, also da muss es doch ein Gericht geben, also da muss es auch Institutionen geben. Und wenn die Richter so unmenschlich sind,
dann gehören die nicht mehr auf den Platz. Dann müssen die hinweggefegt werden. Das ist meine Meinung, ganz einfach. Das ist ja gar nicht vor den Richter gekommen. Ne? Ich meine, da war der Polizeieinsatz und das kommt ja niemals vor Gericht. Das sind die Polizeileiter an dem Tag. Ja, und genau, wir kommen mal zu den Repressalien. Also sie sitzt jetzt ein halbes Jahr in U-Haft. Ja, welche, länger schon jetzt, welche Repressalien hat sie denn bisher alles erleiden müssen? Also am Anfang war es so, sie hatte sowieso Einzelhaft bisher, ne? Noch nicht anders. Sie hatte 4 Meter Regal mit lauter Büchern, die alle wo aus dem Jahr, aus dem Anfang der 90er Jahre sind, aber Literatur, was sie überhaupt nie liest. Man durfte ja auch keine Bücher oder man darf heute noch keine Bücher schicken. Und da hatte sie sich vorgenommen, das Lebensmittelgesetzbuch von 1993 zu studieren. Die ganze andere also Literatur. Bücher aus den 90ern durfte sie mitnehmen? Nee, nichts mitnehmen. Das stand in der Haftzelle. Okay. Ja, ja. Ansonsten eben nur zu den Hofgängen, wenn Aufschluss ist, sagt man ja, darf sie dann mal raus und hat Kontakt mit anderen. Inzwischen darf sie wohl einmal alle 14 Tage zum Chor. Und ja, was darf sie noch machen? Zum Lino-Schnitt einmal alle 14 Tage. Aber erst neuerdings, ne? Ja. Also da müssten wir dann nochmal drüber sprechen. Wenn wir vielleicht bei den Repressalien anfangen, müssen wir auch schon vorher anfangen, bei den ganzen Hausdurchsuchungen, die ja auch teilweise schon vorher stattgefunden haben. Eben, erzähl es mal. Noch mehr. Sie durfte ja schon ab, also das muss unmittelbar nach dieser Geschichte, die heute durchgenommen wurde, bei der Frau Brückner. Da muss sie sofort die Anweisung gekriegt haben, dass sie nicht mehr arbeiten darf. Also es muss wenige Tage später gekommen sein. Also man hatte ihr die Approbation entzogen, beziehungsweise hat sie wohl dann gesagt, ich bin jetzt Rentner und sie durfte nicht mehr arbeiten, hat auch nichts mehr gemacht. Ja, also so viel dazu. Ne? Also ohne Einkommen steht man erstmal da. Und das ist ja das Nächste, ne? Ein halbes Jahr in Untersuchungshaft heißt ja auch, sie kann nichts mehr regeln. Ab 28.02. Dezember. Ja, zehn Monate fast. Das heißt, wenn du irgendwelche Versicherungen bezahlen musst, Rechnungen kommen, wer überweist die dir, wenn du niemand hast, sie ist alleinstehend. Was passiert denn dann? Verliert sie dann vielleicht auch noch ihr Haus? Vielleicht ist ja auch noch ein Kredit drauf. Ne. Was passiert denn dann mit solchen Leuten? Steht da der Staat dafür ein? Ralf, wie sieht das aus? Gar nichts. Die lassen sozusagen die Leute in Untersuchungshaft, egal ob sie schuldig oder nicht schuldig sind, was sich ja erst später herausstellt, lassen sie komplett allein und ins Unglück stürzen. Das heißt, viele gehen dann wahrscheinlich, heben dann auch einen Finger, wenn sie wieder rauskommen. Haus ist ja schon in der Zwangsversteigerung. Ach so, das schnell war geht das. Letzten Sommer schon, ja. Sie konnte den Kredit nicht mehr bedienen. Ne? Okay. Die hat das wohl 93 gebaut. Da ist noch ein Kredit drauf und sie konnte es erstmal nicht mehr bedienen. Was passiert denn aber, wenn sie jetzt freigesprochen wird? Was ist denn dann? Wird das dann alles rückabgewickelt? Es ist noch nicht versteigert. Da sind Umstände eingetreten, die das irgendwie dann doch verhindert haben. Kann ich gar nicht so richtig im Detail wiedergeben. Ich verstehe das nicht. Aber es ist nicht versteigert worden. So viel dazu. Vielleicht ist es ja ein Fingerzeig, dass es gut ausgeht. So weit würde ich jetzt nie gehen. Wir bleiben optimistisch. Übrigens, im Fall Mollert kann man das gut verfolgen, wie das dann ausging. Er ist ja freigesprochen worden letztendlich, hat auch Entschädigung bekommen in erheblicher Höhe, aber alles, was er sich vorher erarbeitet hat, war weg. Alles war weg. Er konnte neu anfangen. Gut, er hatte durch den Freispruch wieder Startkapital, aber letztendlich läuft das so. Deine Existenz kann vernichtet sein. Ja, aber die Bianca steht in den Startlöchern, die will weitermachen, die will weiterhin helfen und jenseits der Schulmedizin. Das war an der Stelle auch mal, das möchte ich nochmal herausheben, die Bianca macht für mich einen gefassteren und stärkeren Eindruck denn je. Ja, also von Verhandlungstag zu Verhandlungstag denke ich fast, Mensch, die wird hier immer zuversichtlicher und stärker. An der Stelle auch noch ein ganz großes Dankeschön an alle Menschen, die tatsächlich ihr auch Kartenbriefe schreiben oder eben auch zu den Verhandlungen kommen und ihr dort beistehen. Das gibt ihr sehr viel Kraft. Ne? Ja, und auch zu den Demos in Chemnitz immer mitkommen. Das sind ja vor allen Dingen auch die Trommler, die sie dann hört. Ne? Da habe ich ja auch mehrfach angefragt.
Und das kann sie dann hören. Und am Anfang, da waren wir nur auf dem Parkplatz, da hat sie nichts gehört, da war ihre Zelle so gelegen, aber da haben es ihr die anderen dann erzählt und da bedankt sie sich in den Briefen immer auch. Und das richte ich dann auch gelegentlich aus. Dann spreche ich in der Demo in Chemnitz noch kurz ein paar Worte oder ich habe auch schon vorgelesen aus den Briefen. Zum Beispiel wirft man ihr vor. Das muss ich jetzt noch erzählen. Bitte. Sie hatte sich im Sommer einen Obstsalat geschnitten und da gibt es wirklich nicht reichlich Obst. Hatte am ersten Tag die Hälfte davon gegessen. Am nächsten Tag vormittags war Aufschluss, da durften sie in den Hof. Und als sie wiederkam, da hat sie gesehen, da war eine Zellendurchsuchung und da hat man die zweite Hälfte von dem Obstsalat konfisziert. Und zwar wirft man ihr vor, eine illegale Alkoholproduktion. Wegen einem Tag? Ja. Obstsalat stehen lassen, die Hälfte. Das ist so lächerlich. Ja, das habe ich aus dem Brief vorgelesen. Also die Leute kommen nie wieder zu sich. Also man kann eigentlich drüber lachen, aber es ist so schlimm. Ja, so, wenn du selber betroffen bist, ist es schwer dazu. Aber ich denke, Bianca weiß, dass eigentlich alles verloren ist und das macht sie aber stark. Sie ist, glaube ich, so ein Typ, dass sie sagt, ach, jetzt erst recht. Das jetzt gebe ich nicht auf. Ist sowieso, ich habe doch alles verloren. Ich meine, wenn man immer ein bisschen was hat. Ja, nach dem Motto umgedreht siehst, ja, weil du sagst es gerade so negativ, sie hat alles verloren. Sie guckt, sagst eben so, ich habe nichts mehr zu verlieren. Und jetzt. Daraus wird ich ja, nichts mehr genau. zu verlieren, weil sie ja im Prinzip nichts mehr hat. Wenn das Haus versteigert wird, wenn alles weg ist, ne, dann würde ich genauso reagieren. Ich würde sagen, jetzt erst recht, Leute, mit mir nicht. Nein, dann würde ich kämpfen. Ja, und man muss natürlich versuchen, so viel wie möglich Leute auch zu animieren, und auf seine Seite zu ziehen, ich sag's jetzt mal absichtlich, auf seine Seite zu ziehen und mit den Umständen bekannt zu machen. Und deswegen, meine Lieben da draußen, kümmert euch mal um den Fall. Belest euch mal, was für eine Ungerechtigkeit hier stattfindet. Und kommt nach Chemnitz mit zu den Demos. Und Bianca würde es bestimmt freuen. Belest euch mal, wo will man sich belesen? Ich habe mich auch belesen. Es gibt Alternativmedien. Ja, also die SZ gehört nicht dazu. Nein, die gehört nicht dazu, schon lange nicht mehr. Im Übrigen, was ich ausdrücklich sagen darf, jede Postkarte, jeder Brief in die JVA zählt und stärkt sie. Und wenn es nur eine ganz einfache Postkarte ist mit nur lieben Grüßen und mehr nicht, das zählt und das gibt ihr Kraft. Können wir die Adresse vielleicht dann noch bekommen? Die können wir dann einblenden, oder? Auf jeden Fall, die gebe ich dir. Das machen wir auf alle Fälle, na logisch. So, nochmal, wir haben ja schon ein bisschen über die Richter geredet. Die Staatsanwälte habt ihr aber nicht kennengelernt, oder? Ja, naja, die machen wir. Was sind das für Typen? Wie wird man Staatsanwalt? Ne? Oder welche Typen Menschen wären Staatsanwalt? Ralf, dazu kannst du, glaube ich, am besten was sagen. Also ich würde garantiert nie Staatsanwalt werden. Weil? Da muss man ja wirklich sowas von auf Linie sein, politisch und nicht nur juristisch, sondern also da muss man ja wirklich das Blaue vom Himmel glauben. Aber Markus, Moment mal, in anderen Ländern ist es doch auch nicht so. In Italien nicht, in Frankreich nicht, in den USA nicht. Die Staatsanwälte sind dort völlig frei und politisch unabhängig. Nur bei uns ist der vom Justizminister abhängig. Nein, ja. es gibt doch andere. Ich muss da das mal also, kurz loswerden. Ja, also da gab es eine Staatsanwältin, die war befasst mit dem Sachsensumpf. Und die hat man ja klein gemacht. Ja, genau. Aber genau. Die war von der anderen Seite. Die hat man wirklich klein gemacht. Okay. Simone Hennig, der Name, den habe ich noch im Kopf. Ja. Vielleicht sollte man die mal einladen. Vielleicht, ja. Aber du siehst, ja, die werden dann gleich, die kommen unter die Räder. Wir sind eben leider in Deutschland, muss man sagen. Das ist nicht mehr, ja, wir sind in Deutschland, wie man vielleicht noch vor Corona-Zeiten der eine oder andere sagte. Nee, leider. Das ist das Wort vor Deutschland. Was die Zuschauer bestimmt interessiert, ist, wie geht es in so einer JVA zu? Wir haben einen kleinen Film vorbereitet, den schauen wir uns mal ganz kurz an. Die Justizvollzugsanstalt Chemnitz, das größte Frauengefängnis Sachsens. 113 Gefangene, von der Kleinkriminellen bis zur Mörder. Die Justiz garantiert mit dem neuen Hafthaus Strafvollzug nach modernstem Standard. Der Sicherheit, nicht des Komforts. Der Umzug in der JVA Chemnitz ist für die Beteiligten weniger eine körperliche als eine logistische Herausforderung. Die stellvertretende Leiterin beim letzten Kontrollgang im neuen Hafthaus. Alles drin ist? Meist sind es Einzelzellen, 8 Quadratmeter. Im Bundesdurchschnitt sind Hafträume etwa 9 Quadratmeter groß. Hier zum Beispiel Spiegel, das ist etwas, was eher so ein bisschen eine Besonderheit darstellt fürs Gefängnis. Normalerweise gibt es eigentlich nur kleine Spiegel über den Waschbecken. Frauen haben es aber doch ganz gern mal, wenn sie sich auch mal im Ganzen sehen können. Die Maximalbelegung der Zellen, 2 Personen.
Wir sehen das immer wieder. Gefangene, die mehrfach untergebracht sind in Hafträumen, da kommt es doch mal zu Streitigkeiten, eben dadurch, dass man die Intimsphäre nicht so wahren kann, dass man mal mit Leuten zusammengelegt wird, mit denen man nicht so gut auskommt, weil es eben aufgrund der Belegungssituation gar nicht anders geht. Wir versuchen immer darauf einzugehen, aber manchmal lässt sich es einfach nicht vermeiden und es kommen Konflikte auf, die dann in der Zeit, in der zugeschlossen ist, einfach nicht anders geklärt werden können und schon passieren mal irgendwelche Streitereien, die man eben auf diesem Wege ausschließen kann. Ne? So sieht's aus in der JVA Chemnitz. Hat denn Bianca irgendwas mal erzählt, so über Abläufe im Knast? Du hattest ja vorhin schon was erzählt mit diesem Salat. Ja? Also das ist schon, wenn man sowas mit mir machen würde, ich glaube, ich würde ausrasten, aber da komme ich wahrscheinlich in die Gummizelle, wenn es sowas gibt. Also wenn nicht genügend Personal da ist, dann gibt es keinen Aufschluss. So viel habe ich mitbekommen. No. Ich habe auch schon viermal erreicht gar nicht. Ich habe selber viermal einen Besuchsantrag gestellt. Dann habe ich auch über den Rechtsanwalt das versucht. Ich habe immer Absagen bekommen. Also es darf nur ihre Tochter zu ihr kommen. Und also selber. Zwei Stunden im Monat. Zwei Stunden im Monat? Ja. Und telefonieren darf sie nur mit Rechtsanwälten inzwischen, anfangs auch gar nicht. Und mit niemand anderem sonst, auch mit ihrer Tochter nicht. Telefonieren geht gar nicht. Also wir haben nur Briefkontakt. Sie muss doch auch was klären. Das sind doch so viele Sachen. Ja, mit den Rechtsanwälten, ja. Ansonsten die Post, man schickt die nach Chemnitz. In Chemnitz wird sie wieder nach Dresden zur Staatsanwaltschaft geschickt. Dort wird sie gelesen und durchgeforstet. Und dann geht sie wieder zurück nach Chemnitz. Also mit zwei Wochen Verzögerung, das ist normal. So bekomme ich die Post und so kriegt sie meine. Hat sie Kontakt jetzt zur Außenwelt über Fernsehen? Kriegt sie mit, was draußen passiert? Darf sie Fernsehen? Ich glaube, sie hat inzwischen einen Fernseher. Ja, inzwischen. Ja, mit ca. 50 Programm. Okay, gut. Ne, aber wenigstens was. Für die Ablenkung ist es doch gut. Aber es ist immer noch untersuchungshaft, bis das Urteil rechtskräftig wird. Ja, sie darf zweimal. Sie darf alle halben Jahre ein Paket bekommen mit 10 Kilo Inhalt. Und das Letzte, das war so, da hatte sich eine ehemalige Mitgefangene dann dort bemüht, dass sie das jetzt in die Wege leiten kann. Und da war aber eine Liste dabei, was alles rein darf. Und da hatte ich dann noch veranlasst, dass jetzt auch Sachen von der Bianca direkt aus der Wohnung, also aus dem Haus geholt werden. Also umständlich hoch drei. Ne? Da hat es die Tochter zu mir gebracht. Ich habe das zu der ehemaligen Mitgefangenen geschickt und die hat es dann als 10-Kilo-Paket nach Chemnitz geschickt. Und das ist aber inzwischen angekommen. Jetzt muss ich trotzdem nochmal nachhaken. Ich habe eine gute Freundin bei der Polizei und die sagt mir immer, Alter, du weißt nicht, was dort abgeht in der JVA Chemnitz. Dort sollte keine Frau als Gefangene hinkommen, weil es auch gefährlich ist. Ist ja nur ein Frauengefängnis. Eben. Das sind ja keine Männer. Naja, das macht ja nichts. Also höchstens. Es müssen ja nicht immer nur Männer gefährlich sein. Ne? Also, wie ist das? Hast du da was gehört? Nee, darüber schreibt sie nichts. Also sie ist wohl eine der Ältesten. Hat sie mal geschrieben, ansonsten würde sie damit ganz gut klarkommen. Aber sie hat Einzelzelle? Ja, nach wie vor. Vielleicht aber auch besser, oder Ralf, in so einer Situation? Je nachdem, wie man das psychisch verkraftet. Du musst Mikrofon immer rannehmen. Je nachdem, wie man das psychisch verkraftet. Okay. Der eine verkraftet es gut, manch anderen... Kann man sagen, ich will eine Einzelzelle, wenn man jetzt gefährdet ist dort? Vielleicht durch andere. Man kann es auf jeden Fall sagen, ob man sie dann bekommt, ist eine andere Sache. Also wie immer. Okay, gut. Wir wollen noch mal ganz kurz, Ralf, zurückkommen zu dieser Beweisführung. Ja? Wir haben ja vor uns darüber geredet, dass da alles Mögliche vorgebracht wird, eben bloß nicht der medizinische Aspekt. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Also die Linie in der Rechtsprechung bisher geht dahin, dass man versucht, den Ärzten eine Attesterstellung wider besseren Wissens zu unterstellen. Zunächst greift man die Atteste dadurch an, dass man behauptet, es fand keine Untersuchung statt. Es gibt ja auch Ärzte, da fand keine Untersuchung statt. Da kommt man dann als Gericht ganz schnell, zumindest in den Urteilen, die ich bisher gelesen habe, zu dem Ergebnis, ohne Untersuchung ist das Attest von vornherein falsch, selbst wenn das Attest an sich materiell gesehen korrekt ist. Jetzt ist der Schritt bei Frau Witschel eben so, dass man versucht, die Untersuchung an sich madig zu machen, also als untauglich, unwirksam oder Ähnliches darzustellen. Dazu zum Beispiel auch die Anhörung der Zeugen heute, indem man eben
herauskitzeln will, ob die Atteste, wie du schon erwähnt hast, vorher schon fertig in der Schublade lagen oder erst aufgrund der Untersuchung von Frau Dr. Witschel unterschrieben und an die Patienten übergeben wurden. Damit vermeidet das Gericht bis jetzt zumindest auch jegliche Auseinandersetzung mit den Folgen der Impfung, mit den möglichen Folgen des Maskentragens oder eben der Tests. Man reduziert den Straftatbestand letztendlich auf technische Abläufe, ohne sich um die medizinischen Fragen zu kümmern. Und unser Job wäre es dann, die medizinischen Fragen, wie du schon erwähnt hast, mit den ganzen Beweisen über die Gefährlichkeit der Impfung, die Gefährlichkeit des Maskentragens, so in den Prozess hineinzubringen, dass das Gericht sich damit auseinandersetzen muss. Schafft ihr das? Wir werden es versuchen, kann ich nur sagen. Okay. Aber mit welchen Mitteln schafft ihr das? Ich meine, ein Rechtsanwalt alleine kann das ja nicht vorbringen und die Bianca Witschel wahrscheinlich auch nicht. Die hat wahrscheinlich Redeverbot, bloß wenn sie im Prinzip aufgerufen wird. Ja. Aber wer macht das denn dann? Ich meine, wir selber können sowas ja nicht machen, oder? Nein, wir können es einerseits nur versuchen über entsprechende Beweisanträge, dass wir dann zum Beispiel sagen, die Impfung ist per se schon dermaßen giftig oder gefährlich für die Menschen, dass es gar keine Untersuchung bedarf. Die Frage wird sich in dem Prozess auf jeden Fall noch stellen, weil ein Professor Heide, Chef der eines Instituts, Kriminaltechnischen Institutes in Dresden, der Staatsanwaltschaft hat es schriftlich attestiert hat, ja, Frau Dr. Witschel hätte die Patienten untersuchen müssen auf die Beschwerden, wie sie in den Corona-Verordnungen stehen. Von der Gefährlichkeit der Impfung, der Gefährlichkeit des Maskentragens, von der Sinnlosigkeit, epidemiologischen Sinnlosigkeit, kein Wort. Und ich hoffe, dass wir, wenn er als Zeuge gehört wird, dann die medizinischen Sachverhalte mit einführen können. Okay, klingt kompliziert. Wir kommen nochmal zurück zu den Verhandlungstagen. Wir waren beim zweiten stehen geblieben, ja? Richtig, genau. Und das war bis dahin die vorläufige Krönung. Aber es ging auch am dritten nicht viel besser weiter. Am dritten wurden also ausschließlich, ich würde sagen, Zeugen zweiter Klasse, so würde ich das laienhaft nennen, befragt. Sprich Polizisten, die bei der Hausdurchsuchung dabei waren oder Polizisten, die Ermittlungen geführt haben, Ermittlungen oder nur Ermittlungsakten zusammengetragen haben. Sprich Zeugen, die selber nie vor Ort bei den angeblichen Taten dabei gewesen waren. Ja, also das wären jetzt die Zeugen erster Klasse, die haben wir nur heute zum ersten Mal gehört. Jedenfalls die Polizisten, die da verhört wurden, konnten eigentlich auch nur sagen, was sie aus den Akten oder in den Akten gelesen haben. Also sie konnten, es waren Polizisten dabei, die diese Software untersucht haben, die zu diesem Bioresonanzgerät gehörte. Die mussten zum Beispiel zugeben, dass sie gar nicht wussten, dass es in dieser Software überhaupt eine Möglichkeit gibt, die Anamnese zu erfassen und dass sie da erstmal nachgucken müssen. Und also die wussten nicht mal, ob Bianca Witschel dort entsprechend in dieser Software, Anamnese und so weiter erfasst hat. Die ganzen Patientendaten, die wussten teilweise auch nicht, wie viele von den Patienten wirklich da waren, vor Ort, untersucht wurden also. Sie wussten auch nicht, ob diese Patienten dann tatsächlich Atteste bekommen haben oder nicht. Also da diese Zeugen zweiter Klasse, die da gehört werden, ist nur ein Laienbegriff, korrigiere mich, wenn das anders heißt, aber die haben also tatsächlich auch an diesem dritten Verhandlungstag enorm viel Unwissenheit preisgeben müssen. Insofern war der dritte Verhandlungstag auch nicht wirklich besser. Was allerdings heute dann eine Wendung gab, also heute der vierte Verhandlungstag war für mich aus meiner Sicht tatsächlich mal eine Wendung, denn jetzt hatten wir echte Zeuge, nämlich Patienten, denen also vorgeworfen wurde, dass sie Atteste bekommen haben. Und wie wir es nun schon ein paar Mal angerissen hatten, die Staatsanwaltschaft hat also versucht zu unterstellen, dass da gar keine Anamnese aufgenommen wurde, dass da keine Untersuchung durchgeführt worden wäre angeblich. Und das konnten die Zeugen unisono eigentlich widerlegen. Ja, so
So, es gab natürlich Zeugen, die konnten sich mehr weniger gut oder besser gut noch nach zwei Jahren, nach fast zwei Jahren daran erinnern. Also es gab tatsächlich auch ein, zwei Zeugen, die konnten sich an quasi fast nichts mehr erinnern. Aber wenn sie ein was noch wussten, dass sie eben erst so einen Anamnesebogen ausfüllen mussten und dass dann eine Untersuchung auch wirklich durchgeführt wurde, bevor sie einen Attest bekommen haben. Und damit haben sie also eines der wichtigsten Argumente schon mal eindeutig widerlegt. Ja. Ja, an dem, und so, insofern war der heutige Tag der erste Tag, der für den Fall auch wirklich eine Bereicherung war, weil echte Zeugenaussagen aus erster Hand sozusagen heute vermittelt wurden. Habt ihr die Zeugenaussagen alle gehört? Der vierte Verhandlungstag? Na, alle noch nicht. Das war ja bloß. Ja, das war ja, waren jetzt, ich gefühlt, die ersten 10 Zeugen eines Behandlungstages von den insgesamt ein Dutzend oder mehr Behandlungstage gab es. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viele genauer. Habe ich mir aufgeschrieben, aber ich weiß es jetzt aus dem Kopf gerade nicht mehr. Achso, nee, nicht Verhandlungstage. Ich meine genau. Behandlungstage. Sie hat ja so Behandlungstage gemacht. Und davon gibt es, glaube ich, über ein Dutzend. Mit rund 900 Patienten. Und wir haben Sie nicht alle als Zeugen aufrufen? Ja, du, das steht uns wahrscheinlich noch bevor. Also momentan macht es den Anschein, die gehen da tatsächlich so zeitlich. Heute hatte man das aufgrund der Patientenzeiten so auch so ein bisschen mitbekommen. Die scheinen tatsächlich diese Behandlungstage, die es da gab, chronologisch durchzugehen. Also da können wir uns noch auf viele Zeugenaussagen gefasst machen. Dann rechnet man auf, ne? Wenn dann, was weiß ich, 500 sagen, das war völlig okay, die hat mich untersucht, und 501 sagen, nein, also ich habe keine Untersuchung, dann wird sie verurteilt, oder wie? Wie habe ich das da aufrechnen? Das ist doch Quatsch. Aber bisher lief es so. Also ich weiß jetzt nicht, bei welchem Arzt, welcher gerade vor Gericht steht, es so lief. Zweites Mal in der Revision oder in der Berufung, und er hatte geschrieben oder seine Anwälte hatten geschrieben, letztendlich blieben von ursprünglich 200 Attesten nur noch 10 übrig. Und trotzdem sollte in dem Fall eine Geldstrafe noch ausgeurteilt werden oder wird wohl auch noch. Also es ist zu befürchten, dass auch in diesem Verfahren vielleicht bloß noch wegen 10 Attesten eine Verurteilung kommt. Unglaublich. Davon gehe ich aber auch aus. Die Justiz, wie gesagt, die Staatsanwaltschaft ist sowieso nicht unabhängig. Die Richter haben gesehen, was passiert, wenn sie nicht entsprechend Linie urteilen. Das heißt, die sind auch nicht wirklich unabhängig, auch wenn sie nicht direkt weisungsgebunden sind, aber ihr Stuhl wackelt dann auch deutlich, wenn sie entsprechend hier sich aus der Deckung trauen. Und demzufolge werden die händeringend bis zum Letzten da versuchen, jedes einzelne Attest strittig zu machen. Und wenn sie am Ende auch nur 5 haben, dann werden sie verurteilen, dann wird es keinen Freispruch geben. Und wenn das dann auch nur 5 von 900 sagen, wo jeder normale Mensch dann sagt, naja gut, das sind mal 5, bei 5 ist da eben ein Fehler unterlaufen, das wird dann ganz anders interpretiert von den Richtern. Wir haben jetzt schon ganz schön lange geredet, aber ich stiere immer noch auf diese, was ist das? Wie nennt sich das? Diese Zeichnungen? Also das macht ja Bianca, ne? Das ist ein Linolschnitt. Und zwar ist das der Bianca, ihr Erstlingswerk. Und sie hat mir das Original geschickt. Also sie hat eine künstlerische Art, muss man sagen. Und ich habe in meinem Verein eine Grafikdesignerin, und die hatte sofort die Idee, dass wir solche Karten draus machen. Und da haben wir 2000 Karten drucken lassen, hat meine Freundin und ich bezahlt. Und jetzt werden die Karten praktisch an den Mann gebracht, auf verschiedenen Weihnachtsmärkten zum Beispiel. Es hat ja nichts nur was mit Weihnachten zu tun, ist zwar ein Engel, aber der ist so traumhaft gestaltet, also für ein Erstlingswerk und fantastisch. Und damit doch, Bianca, können wollen wir damit unterstützen. Oder? Ja, also wir zahlen das dann ein auf dieses Spendenkonto. Genau, und das geben wir dann nochmal an. Das gebt ihr mir und dann blenden wir das hier ein. Also das geht auf Spendenbasis. Ne? Die Karten kann natürlich jeder bekommen, und wer möchte, kann da dafür eine Spende geben. Und diese Spenden werden dann gesammelt. Ja. Sammelt ihr. Wir stellen auch zur Verfügung, wenn jemand selber Karten drucken will, dann stellen wir diese PDF und was da alles dazugehört von meiner Freundin, habe ich keine Ahnung, stellen wir das zur Verfügung, und dann kann der Nächste auch 1000 oder wie viele Karten drucken lassen. Okay.
Ja, sehr, also ich habe eine schon, meine erste habe ich an die Bianca selber geschickt und ist sogar angekommen. Kann man diese Druckvorlage nicht vielleicht noch ergänzen mit einem Randfreiheit für Dr. Bianca Mitchell? Das wäre eine geile Postkarte. Also hier hinten dann steht was drauf. Und das hier ist handgeschrieben von der Bianca. Ich habe keine Brille auf. Kann das mal jemand vorlesen? Und das steht auch hier hinten Zukunft drauf. In Ehrfurcht vor dem Leben. Und das Bianca steht hier 2023. Genau, und das steht ja hier auch, gucke, auf der Karte. Das steht drauf. Ach, hier unten drauf. Das, so wie es die Spruch Bianca genannt hat. Ja. Genau. Ja. Damit das ein bisschen um die Welt geht. Also Ralf, Bärbel und auch Markus, ich denke, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Sehr informativ. Endlich hat man mal viel darüber erfahren. Sonst kriegt man bei Telegram immer bloß ein bisschen mit. Ja, wenn ihr demonstriert dort, ne, wenn ihr natürlich eure Gerichtsberichte gebt, das ist ja auch alles sehr interessant. Heute sind wir mal ein bisschen ins Detail gegangen. Und ich denke, dass Bianca gewinnen wird. Ja, und ich denke auch, wenn sie verurteilt wird sie trotzdem gewinnen, dann wird es nicht lange dauern. Denn die Aufklärung ist ja im vollen Gange. Ja, wir schauen uns jetzt gleich einen Film von KlarTV an. In einem offenen Brief riefen nämlich unabhängige Ärztekollegen und Wissenschaftler alle Ärzte zu einem sofortigen Impfstopp der Corona-Impfung auf. Sie bezeugen beweislastig, dass die Bevölkerung in großer Gefahr schwebt und bitten ihre Kollegen eindringlich darum, diesem Gebaren ein Ende zu machen, indem sie diese Stoffe weder verabreichen noch akzeptieren. Und das schließt natürlich auch ein, dass natürlich die Grundlage für diese Verurteilung dahin schwindet. Und dieses Urteil, wenn es dazu kommen sollte, muss eindeutig zurückgenommen werden. Ich bedanke mich für das Gespräch und hier kommt der Film von KlarTV. Der Ärztliche Berufsverband Hippokratischer Eid gab im August 2023 ein Anschreiben an alle ärztlichen Kollegen heraus. Aufruf an die ärztlichen Kollegen zum Beenden der SARS-CoV-2-Impfungen, ein offener Brief. Darin ersuchen die Erfasser ihre Kollegen dringend, den unterschiedlichen wissenschaftlichen Meinungen Gehör zu schenken und von öffentlichen Behörden und Politikern exakte Erhebungen, Untersuchungen und Prüfungen durch interessenunabhängige Forschung zu fordern. In diesem Anschreiben wird die sonst übliche Bezeichnung mRNA als Mot-RNA bezeichnet. Zur Erklärung, auf natürlichem Weg werden beständig im Zellkern DNA-Abschnitte mit mRNA umgeschrieben. Diese Abschriften dienen als Kodierung zur Herstellung von zum Beispiel Hormonen oder Enzymen. Korrekterweise bezeichnen die Verfasser des Anschreibens die künstlich bzw. gentechnisch hergestellte mRNA als Mot-RNA. Die Mot-RNA ist körperfremd und in den mRNA-Corona-Impfstoffen enthalten. Mittels einer begründeten Dokumentation mit 11 Argumentationspunkten erörtern sie ihren Kollegen die schwerwiegende Problematik und Folgen von Mot-RNA-Impfstoffen und bitten sie gleichzeitig eindringlich unbedingt das Impfen zu unterlassen. In Punkt 1 wird erklärt, dass die Planung, Mot-RNA-Impfstoffe einzusetzen, weit in die Vergangenheit zurückreicht und dies bereits 2018 auf dem Berliner World Health Summit von Kanzlerin Angela Merkel verkündet und von Bill Gates über die Zusammenarbeit mit der deutschen Firma CureVac vorwärtsgetrieben wurde. Die Covid-19-Pandemie war in dieser politischen Planung lediglich ein passender Glücksfall, um die bestehenden Regularien zu umgehen, so die unabhängigen Kollegen des Berufsverbandes. In Punkt 2 wird die Tatsache aufgegriffen, dass es der Bundesregierung schon durch ein bestimmtes Forschungsprojekt bekannt war, dass die Mod-RNA-Technologie nicht sicher genug sei, da sie wesentliche pharmazeutische Grundbedingungen nicht erfülle. Weiter wird den Kollegen zu bedenken gegeben, dass es nicht kontrollierbar ist, an welchem Ort des Körpers wie viel von der Enddosis einer letztlich toxisch wirkenden Substanz über welchen Zeitraum produziert wird, die in Gefäßen, Organen, Nerven und Gehirn Entzündungen und Autoimmunreaktionen auslösen können. Unter Punkt 6 wird unter anderem gefordert, dass die auffällige Zunahme der unerwarteten Todesfälle seit dem ersten Quartal 2021 konsequent untersucht werden müsse. Des Weiteren werden die Kollegen über den starken Zusammenhang zwischen dem Beginn der Impfprogramme und dem Rückgang der Fruchtbarkeit direkt 9 Monate nach Beginn dieser Programme informiert. In dem Ärzteaufruf wird auf Untersuchungen verwiesen, dass toxisch rekombinante Spike-Proteine in Hoden, Eierstöcken, Endometrium und in Plazenta und Nabelschnur einer Totgeburt nachgewiesen wurden. In Punkt 10 der Dokumentation werden die ärztlichen Kollegen alarmierend vor den inakzeptablen Nebenwirkungen gewarnt, die die neuartigen präventiven gentechnologischen Eingriffe mit mRNA, fälschlicherweise und beschönigend Impfungen genannt, nach sich ziehen.
sowie weiter in Punkt 11, dass die ernsten Nebenwirkungen und mit Impfungen assoziierten Todesfälle seit Dezember 2022 bis heute mehr als dreimal so hoch sind als die aller anderen Impfungen zusammen. Zu guter Letzt fordert der Ärztliche Berufsverband eindringlich, dass eine Generalisierung der mRNA-Plattformtechnologie für andere Impfstoffe verhindert werden muss. Mit ganz einfachen Worten, es darf nicht aus jeder anderen Impfung auch eine mRNA-Impfung werden. Der Ärzteverband nimmt sogar stark an, dass die Covid-19-Pandemie dafür genutzt wurde, um die Hemmschwellen für die Zulassung von mRNA-Technologien abzubauen und die Akzeptanz bei Ärzten und der Bevölkerung zu erhöhen. Dass dies vor allem ökonomische und politische Gründe haben dürfte, sollte nach dem Gesagten offenkundig sein, wird argumentiert, und man gehe davon aus, dass diese Technologie jetzt auf bereits bestehende Impfungen und Erkrankungen ausgewertet werden soll, sodass Standardimpfungen wie die gegen Influenza, Masern, Windpocken, Mumps etc. in Zukunft mit der neuen mRNA-Plattform durchgeführt werden soll, um eine neue wirtschaftlich lukrative Markterweiterung zu schaffen, bei der Deutschland durch seine hier ansässigen Firmen wieder im internationalen Markt führend sein kann. Doch obwohl dieser offene Brief nach Angaben einer Mitarbeiterin des Ärztlichen Berufsverbandes an nahezu alle Ärzte versandt wurde, impfen sehr viele Kollegen einfach ignorant weiter, so die entrüstete Kollegin. Müssen ihnen denn wirklich Patienten oder gar Familienmitglieder unter den Händen wegsterben, wie ein Allgemeinmediziner es bezeugte, bevor sie auf den ernst gemeinten, herzlichen Rat ihrer erfahrenen Kollegen eingehen können? Dieser Arzt berichtete, wir haben in der Ausbildung nichts darüber gelernt, wie man einen Impfschaden dokumentiert oder wo man ihn einreicht. Die Impfdosen für Masernimpfungen wurden meiner Praxis ohne Beipackzettel geliefert und ohne weiteres Hinterfragen wurde geimpft. Bis der Mediziner selbst eine schmerzhafte Erfahrung machen musste. Einer seiner jungen Patienten verstarb nach der Masernimpfung, die er ihm zuvor verabreicht hatte. Seit diesem tragischen Vorfall impft der Arzt in seiner Praxis nicht mehr. Auch wenn ihm nach eigenen Angaben eine wichtige Erwerbsquelle wegfällt. Das tat mir im ersten Moment richtig weh. Für das Impfen bekam ich so viel Geld, dass ich gar nicht wusste, was ich damit anfangen soll. So der Mediziner. Jetzt kann er es mit seinem Gewissen nicht länger vereinbaren, Menschenleben fragwürdigen Impfungen auszusetzen. Da seine Praxis derzeit auch von Patienten mit Corona-Impfschäden aufgesucht wird, dokumentiert und meldet der Doktor diese Fälle und schickt diese in Kopie auch immer an den behandelnden Arzt des Patienten. Sie dürfen sich nicht aus ihrer Verantwortung stehlen. Allerdings fühlt er sich auf den Arm genommen, da er vom zuständigen Robert-Koch-Institut nie eine Eingangsbestätigung, geschweige denn eine Meldung darüber bekommt, dass der eingegangene Fall bearbeitet wird. Das unabhängige Kollegen- und Wissenschaftlerteam schließt seinen Appell mit folgender Aussage. Dies, also die Markterweiterung durch mRNA-Technologie, wird auf Kosten der Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung gehen und ist ethisch nicht vertretbar. Denn gerade für Zulassungen von Impfungen, die ja an Gesunden angewendet werden, sind nach geltenden ärztlichen Standards erhöhte Sicherheitsrichtlinien anzuwenden. Diese Tatsache ist offenbar dem Gesetzgeber verborgen geblieben und wird von der Exekutive verschwiegen. Man kann davon ausgehen, dass nur Druck von den Anwendern, also den Ärzten und den Betroffenen, also den Patienten, eine politische Kurskorrektur herbeiführen wird. Weiter werden alle Betroffene dazu aufgefordert, Ärzte, in Gesundheitsberufen tätige Forscher, Wissenschaftler und Bürger, diesem Gebaren ein Ende zu machen, indem sie diese Stoffe nicht mehr verabreichen, sie nicht mehr akzeptieren und die entsprechenden Gefahrenpotenziale vordringlich beforschen. Durch die Weiterverbreitung des offenen Briefes an alle Ärzte wird niemand mehr sagen können, nichts über die Gefahren gewusst zu haben. Das Wohlbefinden der Menschen über jeden persönlichen Vorteil wie Reichtum zu stellen, muss Schule machen. Außerdem müssen sich die Impfärzte darüber im Klaren sein, dass ihnen dieser durchaus schon morgen wieder genommen werden kann. Die Politik kann die Ärzte unerwartet fallen lassen und sie aufgrund ständig anschwellender Flut Geschädigter in Haftung nehmen. Das Sonntagsgespräch der Freien Sachsen.